ob wir jetzt Erfolg haben oder nicht, hängt mit unserer inneren Eigenschaft zusammen, also praktisch mit dem Zustand unserer Energiefelder, mit dem Zustand unserer Chakren, also praktisch im Allgemeinen mit dem Zustand unseres Energiesystems. На первом нашем открытом занятии мы уже начинали говорить о энергетических центрах, о чарах, о их влиянии, поэтому рекомендую посмотреть. Сегодня мы как вспомним общую канву и пойдем дальше и глубже. Also wir haben beim ersten Treffen bereits über die Energiezentren, die Chakren oder die Charas gesprochen. Falls ihr da nicht dabei wart, beziehungsweise das mittlerweile in Vergessenheit geraten ist, könntet ihr das Video nochmal anschauen und das Thema rekapitulieren. Ansonsten schauen wir heute uns das Schema im Großen und Ganzen noch einmal an, gehen aber dann in die Tiefe und weiter zu unserem Thema. И начнем мы сверху. У нас на голове находится чара, которая называется родник. Wir beginnen ganz oben. Da haben wir ein Chara, welches wir als Rudnik bezeichnen, beziehungsweise in Deutsch übersetzt В als Welle. традиции принято считать, что она соединяет нас с Всевышним, и она соединяет нас воедино со Вселенной. И благодаря этому мы понимаем свое предназначение и для чего мы здесь. Und dieses Energiezentrum ist dazu da, um uns mit dem Schöpfer zu verbinden, um uns mit dem Universum zu verbinden. Und dank dieser Energieverbindung können wir auch realisieren, warum und wofür wir da sind. Когда рождается ребенок, у него обычно здесь на голове образуется такое мягкое место, потому что этот канал должен оставаться открытым еще некоторое время для того, чтобы душа качественно взаимодействовала с духовным миром, а со временем он уже становится твердым. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist ja diese Stelle noch besonders weich und in Anführungsstrichen offen, damit die Seele noch einen guten Kontakt zum Schöpfer aufrechterhalten kann, um sich ordentlich aufzubauen, um sich ordentlich hier zu manifestieren. Und dann verhärtet sich diese Stelle nach und nach, wenn dann gewisse andere Zyklen dann im Leben des Menschen vorherrschen. И, соответственно, если у нас действительно раскрыт этот энергетический центр, это означает, что мы ощущаем связь с Богом, мы понимаем свое предназначение, мы понимаем свой путь и можем быть счастливы и здоровы. Und selbstverständlich ist es so, wenn bei uns dieses Energiezentrum offen ist und dieses Tor quasi auch nach oben offen ist, verstehen wir unsere Vorsehung, unser Schicksal, wir verstehen, warum wir da sind, und können unseren ja, Lebensweg besser erkennen. Also quasi haben wir eine stabilere Verbindung zum Schöpfer. Сразу хочу определить, что этот центр у большинства людей, он обычно, когда они пребывают на планете Земля, он закрывается, и поэтому надо прикладывать усилия для того, чтобы его раскрыть. Man muss ja auch anmerken, dass bei den meisten Menschen, die sich auf dem Planet Erde befinden, dieses Zentrum schließt oder geschlossen ist. Deshalb müssen Sie gewisse Anstrengungen unternehmen, um dieses Zentrum zu öffnen. Поэтому человек не до конца понимает свое предназначение и начинает действовать, исходя из каких-то своих материальных воззрений и привязанностей к каким-то убеждениям, которые он получил из книг, из художественных фильмов, там родители научили или в школе. Deshalb versteht also ein Mensch, bei dem dieses Zentrum geschlossen ist und die Verbindung nicht da ist, kann intuitiv seinen Lebensweg nicht verstehen und nicht spüren. Deshalb nimmt er für sich irgendwelche Konzepte, die er von seinen Eltern auffängt, durch die Schulbildung, durch Filme, Fernsehen und sonstiges. Aber das ist letztendlich nicht sein richtiger nicht sein richtiger Weg. Поскольку большинство людей обычно не медитируют, и поэтому они слышат своего логического ума. Вот здесь, например, платят больше, значит, надо туда идти, работать на этой работе, потому что там много платят. Но это может абсолютно противоречить предназначению. Und weil die meisten Menschen nicht meditieren, gehen sie von ihrem logischen Verstand aus und sagen, okay, hier bezahlt man mich mehr, also gehe ich in diese Arbeit, praktisch ganz einfach aus dem Hintergrund, weil dort mehr bezahlt wird. Aber letztendlich, ob das jetzt sein Weg ist oder nicht sein Weg ist, das bleibt außen vor. И поэтому та энергия, которая входит в макушку, та, которая наполняет человека, Deshalb ist die Energie, die von oben in den Menschen hineinfließt она начинает распадаться.
und den Menschen eigentlich auffüllen sollte ganzheitlich, die beginnt in diesem Fall zu zerfallen, wenn die Verbindung nicht steht. И поэтому у человека на уровне сознания может возникать такое ощущение одиночества, ненужности, тщетности жизни, какая-то постоянная депрессия. Deshalb fühlt sich der Mensch sehr oft irgendwie alleine und fühlt sich so, dass er nicht gebraucht wird. Er verspürt vielleicht Gedanken, dass das Leben irgendwie umsonst ist oder irgendwie an ihm vorbeiläuft. То есть в противоположном варианте, если бы у него была открыта эта чара, чара ока, у него наоборот бы открывалось ясновидение, яснослышание, яснознание, духовная интуиция. Но поскольку человек не практикует или не осознает себя, у него этот центр начинает закрываться. In diesem Fall, wenn die Verbindung nach oben gut stehen würde und die Energie nicht zerfallen würde, würde das nächste Zentrum bei ihm aktiv werden, Oka, das Auge, und er würde praktisch intuitiv sehen, für ihn, was richtig und was falsch ist. И поэтому, когда, например, человек себя сравнивает, ну, например, кто-то играет на бирже и зарабатывает большие деньги, а я начинаю играть и только проигрываю деньги, и у меня возникают трудности. Почему? Deshalb gibt es Fälle, wenn dann so ein Mensch jemand an der Börse anguckt und sagt, okay, der eine, der ist an der Börse und verdient dort Haufen Geld, und jetzt möchte ich es auch versuchen, und geht auch zur Börse und verliert dort letztendlich die ganze Zeit ausschließlich und fragt sich dann, warum das so passiert. Человек, не понимая, что у каждого живого существа есть свое предназначение, он пытается втиснуться в те рамки или в тот способ деятельности, который на самом деле для него не является гармоничным. Und der Mensch, weil er praktisch seine Vorsehung und seine Vorbestimmung nicht versteht, versucht sich in irgendein Rahmen zu zwingen, den er sich mit seinem logischen Verstand erdenkt hat, und quält sich dort letztendlich ab, weil das nicht sein richtiger Weg ist. Как бы ни соревновалась корова с лошадью, лошадь будет бежать быстрее. Also egal, wie die Kuh dann einen Wettstreit mit einem Pferd laufen möchte, wird das Pferd trotzdem die Kuh abhängen. Несмотря на то, что если начнут соревнования проводить, а кто даст больше молока, то корова даст больше молока. Und wenn man dann letztendlich so einen Wettstreit machen würde, wer mehr Milch geben kann, wird natürlich dann die Kuh gewinnen. Таким образом, есть необходимость открывать ту чару, которая называется око, и, соответственно, ее открытость позволяет человеку более ясно, осознанно жить. Deshalb besteht auch die Notwendigkeit, das nächste Energiezentrum, die Chara Oka, zu öffnen, um praktisch angemessen bzw. richtig und falsch zu unterscheiden. Соответственно, если человек, ну, опять же, отождествившись с материальным бытием, не обращает на это внимания, думает, это какие-то мои мысли, надо их отбрасывать. Und wenn der Mensch letztendlich auf der nächsten Stufe das nicht gut realisieren und verstehen kann und denkt, das sind nur irgendwelche Gedanken und nicht seine Intuition, und sagt, okay, das schiebt er beiseite und hört nicht drauf, was ihm sein Inneres sagt. То есть таким образом получается, что человек вместо того, чтобы идти своим оптимальным, самым лучшим и гармоничным путем, он вынужден следовать каким-то жестким рамкам, которые позволяют ему с точки зрения его логики, его эго, заработать больше. Deshalb folgt er praktisch anstatt seiner Intuition und seiner Vorbestimmung irgendwelchen Schablonen, welches für ihn sein logischer Verstand und sein Ego schafft, und hat praktisch sehr oft Schwierigkeiten oder leidet sogar auf diesem Weg. Корова смотрит на лошадь и продолжает тренироваться, чтобы бегать быстрее и в конечном итоге догнать лошадь. Das wäre so wie die Kuh, die sich mit dem Pferd vergleicht und das Pferd ständig anschaut und trainiert weiter und weiter, um das Pferd irgendwann mal einholen zu können. Человек, находясь в таких стесненных обстоятельствах, у него со временем появляется ком в горле, у него могут возникать заболевания зоба, щитовидной железы. Und der Mensch, wenn er sich für eine lange Zeit in so einem Zustand befindet, spürte ständig so einen
Kloß im Hals. Er fühlt sich so praktisch, dass dadurch auch im Folgenden Probleme mit der Schilddrüse entstehen können, Kropf und so weiter. Таким образом, чара устья уже не гармонично работает, и он уже чувствует себя постоянно стесненным, что мир на него давит. Deshalb kann die Chara Ustie, das kann man vielleicht als Mündung übersetzen, es drückt praktisch diese Energie auf ihn, weil sie nicht den richtigen Ausweg findet. В конечном итоге это приводит к тому, что распавшаяся энергия внутри него притягивает к нему какую-то негармоничную ситуацию. Das folgt auch, oder das hat zur Folge, dass diese Energie, die in ihm zerfällt, irgendeine unangenehme Situation anzieht. То есть мы как на канате распавшаяся энергия, мы притягиваем к себе трудность, потому что подобное притягивает подобное. Und wie an einem Seil zieht praktisch diese zerfallene Energie unangemessene oder unschöne Situationen heran, weil praktisch Gleiches Gleiches heranzieht. Also diese zerfallene Energie führt dazu, dass wir gleichermaßen mit solcher Energiesituationen in unser Leben ziehen. И с человеком обычно происходят какие-то негармоничные события или ситуации на работе или в личной жизни. Wie gesagt, als Folge kommen dann negative Situationen in das Leben des Menschen beruflich oder in der Beziehung. Когда с ним происходят какие-то трудности, его, например, предала любимая женщина или любимый мужчина, или его выбросили из проекта, вместо того, чтобы дать ему возможность расти и дать большую должность, он начинает чувствовать боль в груди. Und wenn der Mensch dann irgendwie hintergangen wird vom Partner oder der Partner fremd geht oder ihn irgendwie verrät oder man aus einem Projekt rausgeschmissen wird oder gekündigt wird, spürt man praktisch dann diesen Schmerz im Brustkorbbereich. То есть таким образом он получает удар по своему сердечному центру, по чаре ярло. Er bekommt in diesem Fall einen energetischen Schlag auf sein Herzzentrum. Jerlo kann man das, also spricht man das auf Slawisch aus, übersetzt eher so als etwas, was Licht aussendet, so als Leuchter. Перестает доверять людям, становится обозленным, злым, жестким. Er hört auf, Menschen zu vertrauen. Er wird eher so neigt zu Aggressivität oder zum Zorn. Вся сердечность пропадает. Seine ganze Herzlichkeit verschwindet. Но все дело в том, что люди-то с нами общаются на духовно-энергетическом уровне. Die Sache ist ja aber die, dass die Menschen mit uns auf ihrer geistig-spirituellen Ebene kommunizieren. И если мы становимся внутренне злыми и агрессивными, und wenn wir in unserem Inneren böse und aggressiv werden, у нас начинает падать наш авторитет. Sinkt unsere Autorität. Мы становимся не такими притягательными для людей. Werden wir nicht mehr so anziehend für die Menschen. И они подсознательно чувствуют, что им не хочется обращаться к нам за нашей профессиональной помощью, которую мы могли бы им оказать. Und im Unterbewusstsein spüren sie, dass sie sich nicht an uns wenden möchten für die Hilfe, die wir denen eigentlich auch bieten könnten. Соответственно, здесь у нас возникают какие-то негативные мысли, негативные восприятия действительности, да? Und hier hat das weitere zur Folge, dass weitere negative Gedanken entstehen, weitere negative Gefühle entstehen. И под удар попадает следующая чара, чара живот. Und dann geht der energetische Schlag weiterhin auf das Chara Живот, Bauch oder Lebensspeicher. Соответственно, человек пытается как-то заесть это свою проблему, там больше покушать, вкуснее, да, как-то там думать, что оно все пройдет. Und man versucht, das irgendwie durch das Essen zu kompensieren, diese ganzen Gefühle und Emotionen, und isst vielleicht zu viel oder das Falsche, damit es eigentlich ihm dann besser geht. Жестче начинает бороться за жизнь. Er beginnt auch härter, um sein Leben zu kämpfen. Но все равно уже тут начинают возникать проблемы внутренних органов. Несварение,
разного рода язвы и все, что связано с желудочно-кишечным трактом. Aber hier beginnen auch dann Probleme mit der Verdauung zu entstehen, mit den inneren Organen, Geschwüre und sonstige Sachen, die dann mit diesem Zentrum zusammenhängen. Здесь на уровне ярло у нас были проблемы с сердцем, с давлением. Hier auf der Ebene des Herzens hatten wir ja Probleme mit dem Blutdruck, mit dem Herzen. Мы сейчас идем по чакральному столбу, но фактически мы идем от более тонких уровней к более грубым. Wir gehen jetzt entlang des Chakra, der Chakrasäule langsam nach unten, aber wir gehen auch gleichzeitig vom Feineren zum Gröberen, also von feineren zu gröberen Energien. Соответственно, негармоничная работа чары живот приводит к тому, что мы перестаем верить в чудо, мы перестаем верить в то, что мы можем что-то материализовать, свою какую-то божественность. Мы становимся такими грубо материальными, и, соответственно, у нас начинает закрываться, и в нее возникают трудности чара зара. Und wenn wir, genau, wenn sich das Ganze praktisch fortsetzt, verschließen wir uns auch irgendwo, wir hören auf, an Wunder zu glauben, wir hören auf, an uns zu glauben, verlieren irgendwie auch ein Selbstwertgefühl und ein Selbstbewusstsein und der energetische Schlag folgt dann auf das nächste Chara, Sarot, praktisch ja, der Ort, der, wo Geburt entsteht oder praktisch die Quelle der Kreativität. То есть и наши, вот здесь на уровне чары живот у нас уже тогда часто возникают негативные мысли, то есть мы не верим в мир, мы не верим в Бога, мы не верим в счастье, мы вообще как-то так негативно начинаем относиться к миру, и со временем у нас начинают появляться эмоции, мы начинаем быть просто злыми, задерганными, агрессивными. Und wenn bei uns auf dieser Ebene Живот, auf der Bauchebene, negative Gedanken entstehen und wir sind depressiv irgendwo, dann ist es auf der unteren Chakra, Sarot, ist es so, dass wir praktisch auch naja, ein aggressives Verhalten entwickeln anderen gegenüber. И тогда под удар попадает наша чара, которая называется исток. Und das nächste Chara bekommt dann auch einen energetischen Schlag ab, das heißt Istok, das Wurzelchakra auf Deutsch Istok. И у нас уже могут возникать в разных участках тела разного рода болезни, но мы уже начинаем чувствовать себя слабыми, мы начинаем себя чувствовать уже ограниченными. Und es kommt dann, dass im Körper auf verschiedenen Stellen sich Krankheiten entwickeln können, wir fühlen uns dann schwach, wir fühlen uns begrenzt. И таким образом получается, что большинство людей фактически, они вот где-то находятся на вот этих вот нижних чарах. Und dann ist es faktischerweise so, dass die meisten Menschen sich auf diesen untersten Energiezentren befinden. То есть, отказавшись от своего предназначения, не имея духовной интуиции. Wenn man sich von seiner Bestimmung lossagt, ohne eine geistige Intuition zu besitzen, вынуждены находиться в жестких каких-то условиях. Sind die Menschen dazu gezwungen, sich in irgendwelchen harten Bedingungen zu befinden? Мы фактически запускаем саморазрушение тела. Lösen wir praktisch so einen Selbstzerstörungsmechanismus aus für den Körper. И поэтому, когда мы говорим о традиции, а ведическая традиция говорит о том, что существует четыре периода времени. Deshalb, wenn wir das aus dem Blickwinkel der vedischen Tradition sprechen, dort wird von vier Zeitperioden oder von vier Zeitabschnitten gesprochen. Утро, день, вечер и ночь, Сварожья. Der Morgen, der Tag, der Abend und die Nacht des Svarogs. Это то, что в индийской традиции еще называют югами. Сати, юга, трета, двапара, кали. Das, was man dann praktisch in der indisch-vedischen Kultur die Yugas bezeichnet, Satya-Yuga, Treta-Yuga, Dvapara-Yuga, Kali-Yuga, also praktisch die goldene Zeitalter bis zum eisernen Zeitalter. Даже самый неблагоприятный период времени считается, что человек в среднем должен жить 100 лет.
Aber auch in dem ja, unwirklichsten, in der unwirklichsten oder ungünstigsten auch Epoche gilt es, dass der Mensch im Durchschnitt 100 Jahre leben sollte. Но поскольку человек использует сам себя не по, не по предназначению, поэтому он достаточно быстро умирает. Und weil der Mensch sich praktisch nicht in seinem ursprünglichen Prinzip oder nicht für sein ursprüngliches Ziel verwendet, durch sich sein Körper und sein ganzes Leben stirbt er früher, als, als er es halt praktisch sterben wollte. Давайте вспомним для примера Стив Джобс. Тот, который создал фирму Apple, тот, который сдал, создал вот эти мобильные телефоны, которые всем нравятся. Lasst uns nochmal vielleicht den Steve Jobs als Beispiel hier dafür nehmen, also der Gründer der Firma Apple, der halt auch diese Smartphones... Он умер всего лишь 56 лет. Der ist mit 56 Jahren gestorben. То есть, будучи миллиардером, он мог себе... купить несколько тел, как бы там прям из органов, но он никак не мог это сделать для себя, и он умер. Also als Milliardär könnte er sich aus Spenderorganen oder Ersatzorganen einige Körper zusammenbasteln lassen, aber er konnte sich eigentlich alles leisten und ist trotzdem so früh gestorben. В то время, как для примеру есть обычные люди, которые живут ведическим образом жизни, ну возьмем, например, народ Хунза. Aber es gibt auch andere Beispiele von Menschen, die praktisch eine biblische Lebensweise führen. Последнее я не расслышал. Народ Хунза, и они живут 65 лет в среднем. Das Хунза-Volk, die praktisch im Durchschnitt 165 Jahre leben. Так давайте же теперь будем более глубже рассматривать успешность человека. Lasst uns ein bisschen tiefer erfolgreichere Menschen betrachten. Теперь вот эти чакры мы теперь возьмем как сферы жизни. Lasst uns diese Chakren jetzt als Lebenssphären darstellen. У нас здесь еще на стопах есть чара корни. Wir haben hier auch noch die Chara auf den Fußsohlen, die wir als Wurzeln bezeichnen. Которые соединяют нас с предками, которые соединяют нас с нашим родом. Diese Energiezentren verbinden uns mit den Ahnen, mit unserem Stamm und Familie. Чара корни. Hier ist вот здесь у нас связь отец, мать, die, родственники. Das Energiezentrum Wurzeln, da ist unser Vater, Mutter, unsere Verwandten. И у вас могут быть хорошие отношения с вашими родственниками, а может быть так, что они там вам жить мешают, и у вас очень трудные отношения. Und ihr könnt gute Beziehung zu euren Eltern haben, ihr könnt aber auch eine schlechte Beziehung zu den Eltern haben, dass sie euch irgendwie stören oder runterziehen und sonstiges. Das мы будем идти вверх по вот этим чарам. Und wir gehen nach und nach die Chakren empor. И вот у нас есть та чара, которая называется исток. Als nächstes haben wir die Chakra исток. Она отвечает за здоровье. Gleichgesetzt mit dem Wurzelchakra, die ist verantwortlich für die Gesundheit. Защита, комфорт. Unser körperlicher Schutz oder Unversehrtheit für unseren Komfort. Следующая чара у нас Зарат. Die nächste Chakra ist Зарат, ist praktisch Sakralchakra. Она отвечает, соответственно, за парные отношения. Ist verantwortlich für Beziehungen, also für die Partnerschaft. Рождение детей. Für die Geburt von Kindern. Исполнение желаний. Für das Erfüllen von Wünschen. Чувственное наслаждение. Für Gefühle und sinnliches Vergnügen. Или просто радость жизни, такая телесная радость жизни. Oder einfach auch für Lebensfreude, so eine körperliche Lebensfreude. Чара живот. Die nächste Чара живот, also Bauch. Это наш статус. Ist unser Status. Опять же, положение в обществе, это сколько мы зарабатываем денег, это наши финансы. Das sind unsere Finanzen, das ist unser gesellschaftlicher Status praktisch, unser Platz in der Gesellschaft. Самореализация среди людей. Die Selbstrealisation innerhalb der Gesellschaft. Следующая чара, опять же, чара, которая отвечает за чара Ярло. Das nächste Chara ist Chara Yirlo. Das ist jetzt hier Herzzentrum.
И тут мы говорим опять же о доброй славе, о авторитете. Sprechen wir über unseren Ruhm irgendwo auch, über unsere Autorität. И все, что связано с общением с людьми. Genau, unser Bekanntschaftsgrad und alles, was mit Beziehung und mit Wechselwirkung mit der Gesellschaft zu tun hat. Вы можете, ну, как бы быть прекрасным бизнесменом, у вас прекрасная продукция, но вас никто не знает. Ihr könnt vielleicht ein guter Businessman sein, ihr müsst oder ihr könnt ein sehr gutes Produkt haben, aber ihr habt praktisch keinen Bekanntschaftsgrad. Also das ist jetzt dieser letzte Punkt, worüber wir gesprochen haben. Dann nützt es euch nichts. Genau. Так или иначе, нам получается необходимо ее открытость и взаимодействие с людьми. Deshalb brauchen wir dieses Energiezentrum offen, praktisch in einer guten Funktion, um praktisch auch gut die Produkte absetzen zu können unter viele Kunden. Chara Ustje. Die nächste Chara Ustje, also der Mündung, das ist Halschakra. Она отвечает за получение новых знаний. Ist verantwortlich für das Bekommen von neuem Wissen und Information. Каких-то новых технологий или способов решения ваших задач. Für neue Technologien oder für neue Wege, Lebensaufgaben zu lösen. И, соответственно, если вы владеете чем-то, то это может делать вас более успешным. Entsprechend, wenn wir Sie über dieses Wissen verfügen oder Wege und Lösungen verfügen, sind Sie fähig, auch etwas bewerkstelligen zu können. Ну, например, сегодня уже есть много технологий, алгоритмов, которые учат человека менеджменту, управленческой деятельности, организационной деятельности, но это внешние технологии. Es existieren ja heutzutage viele Algorithmen, viele Wege und Methodiken, wie man praktisch eine Gruppe für, von Menschen organisiert, steuert praktisch, wie man eine Firma, Unternehmen managt oder wie gesagt eine Gruppe von Leuten managt. Но сегодня самые продвинутые фирмы, они начинают учить сотрудников внутренним технологиям, через внутренние изменения в духовно-энергетическом поле в себе, влиять на сотрудников, влиять на их на самочувствие, на их неуспешность и достижение тех или иных целей. Aber mittlerweile lehrt man die Mitarbeiter auch durch die Veränderung seiner inneren Qualitäten oder durch die Veränderung seines inneren Zustands auf die Mitarbeiter, auf das Team zu wirken in der einen oder anderen Form, so wie es praktisch gewünscht oder geplant ist. Таким образом, новое знание позволяет человеку быть более успешным и быстрее и лучше достигать своих целей. Deshalb ist es so, wenn man oder hilft das neue Wissen, den Menschen erfolgreicher zu sein und auch seine Ziele schneller erreichen zu können. Chara Oka. Das nächste Chara, das Auge. И вот опять мы говорим о том, что, например, куда вкладывать деньги, в какую валюту, что будет в экономической сфере. Нам нужна духовная интуиция. Wenn wir hier über erfolgreich oder Investitionen sogar weiter sprechen, brauchen wir hier die Intuition, in welche Währung wir zum Beispiel investieren, in welche Firma oder Aktien wir investieren. Нам нужно некое предвидение, потому что у нас должно быть некое видение будущего. Wir brauchen eine gewisse Vorsehung, beziehungsweise brauchen wir eine gewisse Sicht der Zukunft oder ein Gespür praktisch für die Zukunft. Или пусть будет, встретились мужчина и женщина, вроде бы нравятся друг другу, все хорошо. Но, например, если жениться или выйти замуж за такого человека, это может означать, что придется 10 лет страдать. Wenn man den Fall Beziehung nimmt, dann muss man auch in die Zukunft sehen, lernen. Man hat zum Beispiel jemanden kennengelernt, das ist mit ihm schön und gut. Man muss aber sehen, wenn man diese Person heiratet, praktisch Mann oder Frau, ob man dann letztendlich nicht die nächsten 10 Jahre irgendwie leiden wird unter der Beziehung. А если чара ока открыта, то можно эти события, ситуации заранее увидеть или предвидеть и в них не попасть. Und wenn dieses Energiezentrum offen ist, kann man praktisch diese Situationen im Voraus sehen, erkennen, um gar nicht in diese Situationen zu kommen, die dann einem Schwierigkeiten bringen. Chara Radnik. Die nächste Chara, Radnik.
То есть это то, что отвечает за наше предназначение, за нашу дхарму. Also Kronenchakra, das ist was für unser Dharma, für unsere Vorsehung, für unsere Bestimmung, also zuständig oder verantwortlich ist. То, насколько мы слышим Бога. Auch inwiefern und wie gut wir den Gott hören und wahrnehmen, wie wir unseren Lebensweg spüren und wahrnehmen. И вот сейчас у нас есть вот такое колесо. Und jetzt haben wir dieses Rad. И если мы представим себе, что каждая спица, условно ее разобьем, ну пусть будет там на сколько, на 10, там раз, два, три, четыре. Und wenn wir das praktisch als eine Speiche, als eine Radspeiche nehmen, könnten wir das aufteilen in, ja, meinetwegen 10 Abschnitte. И вот если сейчас посмотреть жизнь каждого человека, und jetzt kann jeder sein Leben betrachten, конкретно вашу жизнь, also konkret das eigene Leben. И дома, как домашнее задание, вы можете попробовать сделать эту практику. Und sowas wie eine Hausaufgabe probiert, hier das auszufüllen. Например, какие у меня отношения с моими родственниками, отцом, матерью и вообще там родственниками? Hier zu erkennen und zu markieren, wie steht es um meine Beziehung zu meinen Eltern und zu anderen Verwandten. Ну, представь себе, скажем, ну пусть будет средний. Angenommen, man sagt, es ist irgendwo jetzt bei 5. Поставим себе пятерочку. Wir stellen hier eine 5 hin. Ну, например, там, здоровье. Как по 10-бальной шкале, как я могу оценить, насколько у меня хорошее или плохое здоровье? Als nächstes meine Gesundheit. Auf einer 10-Punkte-Skala muss ich bewerten, wie gut meine Gesundheit ist. Ну, представим себе, что у вас здоровье почти идеальное, пусть будет 9. Also angenommen, man hat eine fast ideale Gesundheit, also man setzt hier eine 9. Дальше, следующее, Чаразара, мои отношения партнерские, рождение детей, чувственность, радость, секс. Das Sakralchakra, hier sind Aspekte, die Sexualität, die Beziehung zu dem Ehepartner oder zum Partner generell. Ob man jetzt Kinder hat oder nicht Kinder hat, wie kreativ, schöpferisch man sich in diesem Leben verwirklicht. Ну, и можем решить, что там как-то так не очень хорошо, пусть будет четверка. Angenommen ist es hier nicht so gut und wir setzen jetzt eine 4 hin. Но при этом вы чувствуете себя как-то финансово успешным, у вас хорошая работа. Dabei, например, можете восьмерочку поставить. Seid ihr finanziell gut situiert, gute Arbeit oder gutes Einkommen, da habt ihr eine 8. Но при этом у вас какие-то трудности с начальством, и вот не всегда понятно, и может быть так, что вас даже уволят, поэтому, когда мы говорим про вашу добрую славу, авторитет, и тут может оказаться, ну, как-то так не очень, пусть будет четверочка. Да? Und wenn wir den nächsten Abschnitt betrachten, ist es vielleicht so, dass man mit dem Chef nicht ganz harmonisch auskommt oder da es Missverständnisse gibt und andererseits auch irgendwie der Ruhm oder der Bekanntheitsgrad nicht so vorhanden ist, dass man hier auch wieder nur eine 4 hat. Но при этом вы получаете новую информацию, вы там мониторите интернет, вы чувствуете себя, что вы достаточно много знаете, пусть будет у вас будет получение новой информации, пусть будет, ну тут тоже пусть будет восьмерочка. Und das nächste ist, wie Sie neue Informationen bekommen, an neue Informationen rankommen. Angenommen, ihr seid ständig auf der Suche und erfolgreich, neue und gute Informationen zu finden. Hier habt ihr dann wieder eine 8. При этом, наблюдая за собой, вы знаете, что когда вы сильно чего-то хотите, пусть будет у вас там что-то исполняется, вы что-то там предвидите, вы можете себе там пусть будет поставить семерочку относительно своей духовной интуиции. Und bezüglich eurer spirituellen Intuition macht ihr wahrscheinlich eine 7, wenn ihr sagt, okay, jetzt möchte ich etwas erreichen oder etwas realisieren oder eine Situation herbeiführen, das klappt bei euch einigermaßen gut, darum habt ihr hier die 7 auf dieser Skala. Но когда заходит речь о Боге, вы начинаете сомневаться, есть Бог, нету Бога, есть предназначение, нету предназначения. Und wenn dann die Rede um Gott geht, beginnt ihr zu zweifeln, gibt es überhaupt einen Gott, gibt es keinen Gott, gibt es eine Bestimmung oder Schicksal oder ist alles Zufall? Und dann habt ihr dort auch wieder eine 3. Например, вы себе поставите троечку. Da habt ihr eine 3 auf der Kronenchakra. Таким образом, что у вас получается? Was kommt dann letztendlich raus?
У вас получается вот такое кривое колесо. Ist es so ein praktisch eckiges Rad? И это кривое колесо проявляется тем, что в вашей жизни то полоска светлая, то полоска темная. Und dieses eckige, kantige Rad führt dazu, dass in eurem Leben mal ein schwarzer Abschnitt kommt, mal wieder ein heller Abschnitt, dann wieder ein schwarzer Abschnitt und so weiter. То мы со здоровьем разобрались, то у нас как бы проблемы на работе получаются. Also zuerst beschäftigen wir uns irgendwie mit unserer Gesundheit eine Zeit lang, dann gibt es andere Probleme und wir müssen ständig an die Arbeit denken. То с взаимоотношениями у нас не очень. Und dort Probleme lösen, dann lenkt uns wieder die Beziehung ab, weil wir da uns drauf konzentrieren müssen, weil es da irgendwie kriselt. Это все равно, что ехать на таком поломанном кривом колесе на велосипеде. Оно постоянно как-то криво катится. Das ist dasselbe, als würde man praktisch mit einem Fahrrad fahren, mit solchen Rädern, und man kommt praktisch immer in so ein holprige Мы можем на это не обращать внимания, но в теле возникают болезни, и трудности все равно приходится какие-то решать. Vielleicht merkt man das nicht so oder sofort oder ist daran gewöhnt, aber die Schwierigkeiten kommen und es tauchen dann mehr Probleme im Körper auf. Соответственно, так что же такой успешный человек? Dementsprechend, was ist denn ein erfolgreicher Mensch? Успешный человек – это слово «успеть». Ein erfolgreicher Mensch ist Успех, wortwörtlich übersetzt, успеть ist, es erreichen können oder es rechtzeitig schaffen können. Это означает, что ваши личные силы, ваши силы концентрации, их внимания хватает на все ваши направления, на все ваши чары. Das heißt, eure innere Kraft und eure Konzentration reicht aus, um Harmonie auf allen acht Chakren zu erreichen oder auf allen acht Ebenen zu erreichen. Таким образом, если все у вас гармонично и практикуя живо, вы достигаете этой гармонии. Denn letztendlich, wenn es bei euch harmonisch wird und dank Jiva, könnt ihr durch die Arbeit damit diese Harmonie erreichen. Вы берете те медитативные практики как инструменты и начинаете работать с теми чарами, в которых есть трудности. Ihr nehmt und verwendet die meditativen Praktiken, die euch zur Verfügung gestellt werden, nehmt oder wählt euch einen Aspekt aus und ein Chakra und arbeitet dann speziell damit. Но при этом видите систему в целом, а не так, что человек увлекся одним, а на другой перестал обращать внимание. Ihr müsst aber letztendlich trotzdem das System als Ganzes betrachten und nicht euch in ein Thema vertiefen und alle anderen außer Acht lassen. Соответственно, когда мы говорим о практике живы, подразумевается, что нам надо с собой будет поработать. Letztendlich, wenn wir über die Praktik mit dem Jiva-System, mit dem Jiva-Heilkunst sprechen, heißt es unbedingt, dass wir an uns arbeiten müssen. Что означает поработать? Was bedeutet arbeiten? Приведем пример компьютера. У него есть железо и есть программа. Ein Beispiel, ein Computer. Der Computer ist zum Beispiel das Eisen und im Computer gibt es im Inneren ein Programm. Проще всего, чтобы он уже начал лучше работать, это надо сначала изменить программы, то есть негативные, негармоничные файлы, старую программу удалить, а поставить новую. Damit der Computer in erster Linie besser arbeitet, müsste man das Programm ersetzen, beziehungsweise alle alten schädlichen Programme, die sich nicht miteinander vertragen, lösen und ein neues Programm installieren. Ну, кроме того, конечно же, можно там добавить памяти компьютеру, добавить еще каких-то там вещей, которые будут помогать ему лучше работать. Man könnte eventuell mehr Arbeitsspeicher einbauen oder sonstige technische Elemente, damit der Computer besser funktioniert. Когда мы говорим о практике живы, wenn wir über die Jiva-Praxis sprechen, благодаря посвящению мы усиливаем мощность компьютера, мы усиливаем его быстродействие, качество, силу. Dank der Initiation beschleunigen wir die Arbeit praktisch des Computers in seiner Ausgangseigenschaften und Fähigkeiten praktisch, also das Blechteil oder Stahlteil des Computers läuft besser. И одновременно мы меняем
программное обеспечение, то есть негативные убеждения, которые нас ограничивают, ограничивающие убеждения. Gleichzeitig ändern wir auch das Programm, also unsere ganzen eingrenzenden Einsichten, Annahmen und Gedanken. Also das Betriebssystem wird auch gewechselt und verbessert. Благодаря этому получаем результат, который дает нам возможность достигать гармонии. Dank dessen bekommen wir das Resultat und die Möglichkeit, harmonischer und erfolgreicher zu existieren. Давайте сейчас начнем, чуть-чуть поговорим о убеждениях. Lasst uns jetzt ein bisschen über unsere Ansichten sprechen, unsere eigene Meinung sprechen. В практике Живы есть 5 главных принципов. In der Jiva-Praxis gibt es 5 Hauptprinzipien. И мы их с вами со временем постепенно глубоко изучим. Wir werden sie nach und nach auch tiefer kennenlernen. То есть этих 5 принципов, на самом деле в них заключено очень много разных духовно-энергетических законов. In den 5 Prinzipien sind letztendlich sehr, sehr viele spirituelle Gesetze hineingeflochten. То есть это такая вот концентрат, выжимка ведического знания, которое позволяет человеку быть более успешным. Das ist ein Konzentrat aus dem ведischen Wissen, welches es dem Menschen ermöglicht, erfolgreicher zu sein. Ну и давайте сейчас рассмотрим первый принцип. Lasst uns das erste Prinzip betrachten. И первый принцип звучит так. Ты часть Бога, все окружающие часть тебя. Das erste Prinzip lautet so: Du bist ein Teil Gottes und alle anderen sind ein Teil von dir. Ты часть Бога, все окружающие часть тебя. Это о чем он говорит? Du bist ein Teil Gottes, alle anderen sind ein Teil von dir. Und was sagt uns das genau? Что вам приходит в голову, скажите? Also was kommt euch in den Sinn als erstes? Ihr könnt euch gerne melden. Ну, предположите кто-то. Also eine Annahme von euch jetzt, von den Teilnehmern. Hat jemand eine Idee? Ну ладно, тогда на закрытых занятиях мы будем посмелее, мы будем общаться, то есть обмениваться мыслями, а сейчас я как бы продолжу. Okay, dann ist es so, dass wir hoffen, dass wenn die Ausbildung beginnt, dass ihr ein bisschen offener seid und weniger scheu und euch auch meldet, dass wir einen regen Austausch haben. Jetzt hilft euch Wladimir ein bisschen auf die Sprünge. Но здесь кто-то в чат написал, что мы все одно. Правильно. Ja, okay, so, das ist richtig auch so. Wir sind alle eins. А теперь давайте рассмотрим это более глубже. Lasst uns es aber jetzt ein bisschen tiefer betrachten. Существует уровень духа, уровень души. Es existiert die Ebene des Geistes, die Ebene der Seele und die Ebene des Körpers. И на уровне традиции Живы принято считать, что на уровне духа мы все являемся частью Всевышнего. Und im Jiva-System nehmen wir an, dass auf der Ebene des Geistes wir alle ein Teil des Ganzen sind. Поэтому все традиции учат нас о том, что внутри нас находится Божья искра, атма, джива, Божий дух, или как бы ни называли, но вот то самое тонкое, которое соединяет нас со Всевышним. Deshalb lehren uns alle ведischen Traditionen, dass wir im Inneren praktisch alle eins sind, dass wir denselben göttlichen Funken in uns tragen, das Jiva oder das Jivatma. Und so weiter. Es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür. Der Heilige Geist, also der durchzieht jeden von uns. Und das ist auch tatsächlich so. Если мы себе представим ядро атома и сделаем его таким большим, как баскетбольный мяч, wenn wir uns ein Atomkern betrachten und ihn so groß erscheinen lassen wie ein Basketball, то первый электрон на орбите, который крутится вокруг этого баскетбольного мяча, будет через 300 метров. Wird das erste Elektron, welches praktisch sich den Atomkern dreht, 300 Meter entfernt sein. Таким образом, с точки зрения физики, мы все состоим из пустоты. Aus der Sichtweise der Physik bestehen wir alle aus Leere praktisch, aus leeren Raum. Тонкого поля энергии, энергии духа, которая соединяет все воедино.
Und es durchzieht praktisch dieses Ganze oder diese Leere, diese feinstoffliche Energie des Geistes, die alles miteinander verbindet. На уровне души мы братья и сестры. Auf der Ebene der Seelen sind wir Brüder und Schwestern. Это очень важно понять, das, что духовный мир – это наш истинный дом, а здесь мы временно. Das ist sehr wichtig zu verstehen, dass die Ebene des Geistes unsere wahre und reale Welt ist und wir hier uns alle nur zeitlich aufhalten. И об этом есть огромнейшее количество свидетельств. Und darüber gibt es sehr, sehr viele nicht nur Hinweise, sondern auch Beweise dafür. И не только в духовных источниках есть доктора медицины, доктора физики, военные, которые попадали в клиническую смерть, и они видели духовный мир и возвращались. Es sind ja nicht nur die vedischen Schriften oder irgendwelche Esoteriker, sondern es gibt tatsächlich Ärzte, es gibt ja Militärs, die auch oder Physiker, die einen klinischen Tod überlebt haben und zurückgekehrt sind und davon auch berichten. У нас, конечно же, есть логический ум, который постоянно привязывается к материальному миру и поэтому не позволяет нам осознать вот эту глубину. Wir haben aber letztendlich auch unseren logischen Verstand, der sich ständig an diese materielle Welt hängt. Deshalb ist es für uns schwer, diese tieferen Gedanken nachzuvollziehen oder diesen tieferen Sinn nachzuvollziehen. Но на самом деле мы здесь находимся в игре. Игре, которая называется Майя Лила. И здесь мы как душ, вот реально как в компьютерной игре, учимся и саморазвиваемся. Man muss verstehen, dass die Seelen oder wir als Seelen uns hier wie in einem Computerspiel befinden. Die Seelen lernen sich hier weiterzuentwickeln und dieses Spiel wird als die kosmische Illusion, als das Lila oder als das Maya auf Sanskrit bezeichnet. Есть такая хорошая притча, которую я всегда рассказываю. Es gibt eine sehr gute Geschichte, die er oft erzählt. Однажды душа подлетает к Богу. Die Seele kommt eins zum Gott. И говорит: Бог, ты знаешь, как-то мне хочется попробовать себя как душа прощающая, чтобы я могла прощать других людей. Und er sagt: Lieber Gott, ich möchte mich als eine verzeihende Seele praktisch ja prüfen oder verwirklichen, eine Seele, die allen verzeiht. А Бог ей говорит: ну, послушай, ну все же такие души, как ты, кого же ты будешь прощать? Вы же все одинаковы, вы все то же самое знаете, все то же самое умеете, вы же братья и сестры. Und Gott sagt, ihr seid doch alle Brüder und Schwestern, wie soll ich das anstellen? Ihr seid doch alle gleich, wem willst du verzeihen, wenn ihr alle gleich gut sind? Oder seid? Ну ты же Всевышний, ты же Всемогущий, ну помоги мне, пожалуйста, я хочу попробовать себя как душа прощающая. Und sie sagt, du bist doch der Allerhöchste und der Allmächtige. Ich möchte mich als eine verzeihende Seele prüfen lassen. Und da kommen alle anderen drei Schwestern an diese Seele heran. Und sagt, okay, liebe Seele, liebe Schwester, wenn du das auch möchtest, bin ich gerne dazu bereit, auf der Erde geboren zu werden, dein Mann zu werden und dir immer Schwierigkeiten und Stress bereiten, dass du lernst, mir zu verzeihen. Другая душа говорит: если ты хочешь научиться прощению, я рожусь у тебя ребенком и буду создавать тебе постоянно трудности, чтобы ты могла меня прощать. Und die zweite Seele sagt: ach, okay, ich möchte dir auch helfen, dann werde ich praktisch als dein Kind hier inkarnieren und werde dir auch Schwierigkeiten und Stress machen, damit du lernst, wie man richtig verzeiht. А третья говорит: ну, для того, чтобы ты вот могла действительно легко и быстро прощать, я вообще рожусь и буду у тебя начальником, руководителем на работе, и ты сможешь тоже меня прощать, потому что я буду создавать тебе трудности на работе. Und die dritte Seele sagt: okay, weil ich dir auch helfen möchte, werde ich dein Chef sein in der nächsten Inkarnation und werde dir auch Sorgen und Probleme bereiten, damit du auch lernst, in dem Fall und mir als einem Chef zu verzeihen. Души посмеялись и пошли играть в эту игру, как в театр.
Und die Seelen lachten zuerst ein bisschen und gingen praktisch wie im Theater dieses Spiel zu spielen. И пошли на воплощение. Und gingen runter zur Inkarnation. Но придя на воплощение, они забыли о том, что это игра. Aber als sie inkarnierten, hatten sie vergessen, dass es sich um ein Spiel handelt. И поэтому, когда муж, ребенок и начальник женщине доставляют страдания, она думает, боже мой, почему такая тяжелая жизнь? Как мне плохо. Deshalb, wenn der Mann, das Kind und der Chef dieser Frau Schwierigkeiten bereiten, sagt sie, oh Gott, was für ein schreckliches Leben und warum geht es mir so schlecht? Когда мы говорим в первом принципе, ты часть Бога, все окружающие часть тебя, это означает, что все на самом деле души имеют позитивное намерение. Und wenn wir darüber sprechen, ich bin ein Teil des Ganzen und alle sind ein Teil von mir, muss man das so verstehen, dass alle von Natur aus und im Grunde aus gut sind, aber eine gewisse Absicht erfüllen. Und sie sind alle dazu da, um dir zu helfen. Кто-то помогает нам развиваться через радость, а кто-то через страдания. Jemand hilft uns über eine Freude, indem uns Freunde macht, uns weiterzuentwickeln. Jemand hilft uns, uns weiterzuentwickeln, indem uns praktisch Schwierigkeiten bereitet. Если нас кто-то бил или обижал, он таким образом нас учил отстаивать свою точку зрения и не поддаваться этому. Wenn jemand uns beleidigt, irgendwie geschlagen und uns Schwierigkeiten bereitet hat, so jetzt diese Schwierigkeiten, hat uns gelernt, uns selbst zu verteidigen, uns nichts gefallen zu lassen. Если кто-то радовался нашим успехам и хвалил, он показывал, каким образом надо хорошо относиться к людям. Und wenn uns jemand gelobt hat und so weiter, gut mit uns umgegangen ist, hat uns gelernt, wie wir praktisch auch mit anderen Menschen umgehen müssen. Таким образом, все плохое или хорошее, это на самом деле только с точки зрения логического ума, а с точки зрения души это всего лишь опыт, и он важен и ценен любой. Letztendlich ist es nur aus unserem logischen Verstand heraus, dass wir etwas als gut oder schlecht betrachten. Aus einem etwas höheren Blickwinkel ist es letztendlich eine Erfahrung für uns, ob das gut ist oder schlecht ist. Und die Erfahrung ist sehr, sehr kostbar. На уровне тела мы различные живые существа. Auf der Ebene des Körpers sind wir verschiedene Lebewesen. Кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то мужчина, кто-то женщина. Jemand ist groß, jemand ist klein, jemand ist ein Mann, jemand ist eine Frau. Таким образом, мы действительно едины и являемся единое целое на уровне духа. Deshalb sind wir alle eins und sind praktisch das eine und dasselbe sogar auf der Ebene des Geistes. Мы братья и сестры. Wir sind Brüder und Schwestern. Но мы различные тела, и у нас различные жизненные задачи и различные Aber wir haben verschiedene Körper oder wir sind auch verschiedene Körper. Wir haben unterschiedliche Ziele, wir haben unterschiedliches Schicksal, unterschiedliche Aufgaben im Leben. Чем больше мы соединяемся с Божественным Духом внутри себя, тем больше мы раскрываем в себе Божественные силы и возможности. Und je mehr wir mit unserem göttlichen, mit unserem inneren göttlichen Aspekt uns verbinden, desto mehr Möglichkeiten und Fähigkeiten, also Möglichkeit für uns und Fähigkeit in uns können wir eröffnen. Я сейчас не буду говорить о такой глубокой духовной практике, я буду говорить о каких-то таких ситуациях стресса, но я думаю, что вы многие о таких слышали или знаете. Also, ich werde jetzt nicht über irgendwelche tieferen spirituellen Praktiken sprechen, sondern ich werde jetzt über Stresssituationen oder über Stressbeispiele sprechen, die wahrscheinlich die meisten von euch schon kennen. Например, бывают такие ситуации, когда у человека горит дом, и, например, бабушка старая, ей там 70 или 80 лет, она забегает, хватает сундук, вытягивает этот сундук, а потом четыре здоровых мужика не могут занести этот сундук туда. Beispiel eine Stresssituation, ein Haus brennt und eine alte Oma stürmt dann praktisch ins Haus und sagt, okay, oder sagt eigentlich gar nichts, zieht irgendwie eine Holztruhe heraus, die dann im Nachhinein sogar vier Männer nicht anpacken können.
Или, например, достаточно такой большой, грузный, тучный мужчина, который работает ветеринаром. Und zum Beispiel ein ja, größerer Mann, ein kräftiger Mann, der als Veterinär arbeitet. И вот к нему привозят собаку. Und man bringt einen Hund zu ihm. Она огромная и очень злая. Ein Riesenhund, der auch sehr aggressiv ist. И у нее идет пена изо рта. Und das, da kommt sogar Schaum. И эта собака срывается с поводка. Also mit dem schäumenden Mund der Hund. Если пена у рта, это означает бешенство. Also wenn Schaum vom Mund hat, hat ja Tollwut und der Hund der reißt sich plötzlich los. Это серьезная инфекционная болезнь. Und Tollwut ist ja eine sehr ernstzunehmende Infektionskrankheit. Он в состоянии стресса перепрыгивает через 4-метровый забор. Und dieser große, schwere Mann springt in seinem Angst oder ja, Adrenalinzustand über einen 4 Meter hohen Zaun. Важно понять, что таких случаев есть сотни и тысячи. Man muss verstehen, dass es hunderte und tausende solcher Fälle gibt. И если бы человек сам добровольно хотел попробовать это сделать в обычном состоянии, у него не получается. Und wenn der Mensch also freiwillig und bewusst in seinem normalen Zustand es versuchen würde, würde es nicht klappen. Потому что на самом деле, благодаря состоянию стресса, душа входит в полное единство с уровнем духа и таким образом открывает себе божественные возможности. Weil in diesem außergewöhnlichen Stresszustand geht praktisch das Bewusstsein auf die Ebene des Geistes und dort eröffnen sich ihm diese unendlichen Möglichkeiten. Телепортация, левитация или что-либо другое в основе лежит единство с этим божественным духом, который есть в нашем сердце. Also die ganzen übersinnlichen Fähigkeiten wie Teleportation, Telekinese und alles, was dazugehört, ist aus dieser Ebene des Geistes für jeden Menschen möglich. Благодаря посвящению в живу человек постепенно начинает ближе, глубже и глубже соединяться с этим божественным духом, усиляя таким образом свои силы и возможности. Und dank der Initiation in die Jiva-Energie, in das Jiva-System, dringt der Mensch immer näher und näher an diesen Zustand heran und öffnet in sich mehr und mehr an dieser übersinnlichen Fähigkeiten. Когда мы говорим «ты часть Бога, все окружающие часть тебя», und wenn wir sagen, du bist ein Teil Gottes und alle anderen sind ein Teil von dir, это означает, что именно ты сам являешься причиной всех своих трудностей. Das heißt, dass du selbst die Ursache für alle deine Schwierigkeiten bist. Если ты притягиваешь к себе тех или иных людей, те или иные ситуации, то причина на самом деле находится глубоко в тебе. Und wenn du die einen oder anderen Menschen anziehst oder die einen oder anderen Situationen anziehst, ist die Ursache tatsächlich tief in dir drin. И это касается человека, на уровне человека, его трудности, которые он самое хуже к себе привлекает, это болезнь, да, или то, что его убивает, а на уровне народа это привлечение или формирование войны. Und wenn man den einzelnen Menschen betrachtet, ist es so, dass er Krankheit anzieht oder irgendwie anzieht, dass er irgendwie verletzt wird oder ihm geschadet wird, auch tätlich oder sowas. Und auf der Ebene eines ganzen Volkes ist es so, dass man praktisch sogar einen Krieg anziehen kann. Поэтому, когда мы говорим о восприятии мира с точки зрения практики живы, это означает, что не муж или жена с тобой ругается. Und wenn wir das aus dem Blickwinkel eines Jiva-Praktizierenden betrachten, müssen wir es nicht so sehen, dass der Mann oder die Frau mit dir gerade streitet. А ты какой-то своей распавшейся энергией притягиваешь к себе и заставляешь этого человека проявлять по отношению к тебе агрессию или такое поведение. Sondern du durch diese zerfallene Energie in dir ziehst diese Situation, diese Aggression beziehungsweise Zustand, ziehst du praktisch dieses Verhalten des Gegenüberliegenden an. На самом деле каждый принцип, над ним можно долго медитировать, потому что в нем, в каждом таком этом принципе закодировано очень много знаний. Tatsächlich kann man über ein jedes Prinzip sehr lange meditieren, weil in jedem Prinzip sehr viel Wissen
verschlüsselt ist. Но поскольку мы с вами говорили о программном обеспечении, да? Und weil wir praktisch über ein Betriebssystem gesprochen haben, я сейчас на это обращу больше внимания. Müssen wir jetzt noch ein bisschen mehr Akzent darauf setzen. То есть, поскольку мы уже поняли, что есть дух, душа и тело, точно так же надо понять, что есть люди, которые воспринимают мир больше на уровне тела, больше на уровне души или больше на уровне духа. Und weil wir jetzt auch darüber gesprochen haben, dass es einen Körper, die Seele und den Geist gibt, gibt es Menschen, die sich mehr aus der Ebene des Körpers betrachten, andere wiederum betrachten sich mehr aus der Ebene der Seele oder wiederum des Geistes. Восприятие на уровне тела – это когда человек между собой и окружающим миром ставит свои мысли. То есть я отдельно, а мир от меня отдельно. Und wenn wir das aus der Ebene des Körpers betrachten oder derjenige, der das aus der Ebene des Körpers betrachtet, setzt hier eine gewisse Grenze zwischen sich und der Welt und sagt, okay, hier bin ich und dort ist die Welt, die mich umgibt. Я здесь, а счастье где-то там. Ich bin hier und das Glück ist irgendwo da draußen. Я здесь, а материальная успешность где-то там. Ich bin hier und mein materieller Erfolg befindet sich irgendwo dort. Я здесь, а партнеры где-то там ходят непонятно где. Ich bin hier und der potenzielle Partner geht da irgendwo großen Bogen um mich herum. То есть человек считает себя отделенным от окружающего мира. Der Mensch nimmt sich als getrennt von dieser Welt wahr. И его мысли создают как бы такую некую стену, некую клетку, которая отделяет этого человека от окружающего мира. Und seine eigenen Gedanken bilden für ihn sowas wie eine Mauer oder so eine Wand, die ihn von der Außenwelt trennt. Это самый негармоничный способ восприятия. Und das ist die am wenigsten harmonische Art, die Welt wahrzunehmen. Почему? Потому что через наши мысли идет энергия, и мы материализуем события. Warum? Weil durch unsere Gedanken Energie fließt und wir materialisieren praktisch diese Gedanken in gewissen Situationen. Если мы поверили в свою болезнь, в свою неуспешность или что у нас что-то не получится, то мы не просто поверили, мы начинаем это материализовать. Und wenn wir daran geglaubt haben, dass wir nicht erfolgreich sind, dass bei uns etwas nicht klappt, ist es nicht nur so, dass wir daran geglaubt haben, sondern wir beginnen es so zu materialisieren. И наоборот, какие бы ни были у нас трудные события, ситуации, если мы держим позитивный образ и абсолютно уверены в своем успехе, мы постепенно выходим к лучшему. Und andersrum, egal wie viele Rückschläge wir wahrnehmen und Misserfolge, wenn wir diesen positiven Sinnbild, dieses positive Ziel und den Erfolg vom inneren Auge haben, werden wir letztendlich auch erfolgreich sein. Поэтому восприятие на уровне души – это когда мы понимаем, что я равно мир. Deshalb ist auf der Ebene der Seele ein Mensch, der das die Welt betrachtet, setzte praktisch ein Gleichzeichen. Ich ist gleich meine Außenwelt. Иными словами, если я меняю свои мысли, свои убеждения, свои модели поведения, мир меняется. Letztendlich oder folglich ist es dann so, wenn ich meine Gedankenmuster, mein Verhalten, meine Weltanschauung verändere, verändert sich auch die Welt um mich herum. То есть благодаря изменению своих мыслей, убеждений, моделей поведения, я могу привлечь себе человека. То есть если у меня не было партнера, а я хочу выйти замуж, хочу увеличить, могу увеличить свой достаток, если я хочу больше зарабатывать денег. То есть получить от мира то, что мне надо. Но перед тем, как это получить, сначала я меняю себя. Und dank dieser inneren Veränderung können wir praktisch einen neuen Partner in unser Leben ziehen, materiellen Erfolg, mehr Wohlstand in unser Leben ziehen, was praktisch letztendlich nichts anderes ist als eine Folge auf diese innere eigene Veränderung. Но самое высшее мастерство – это когда мы действуем на уровне духа. Aber die höchste Meisterschaft ist es, wenn wir aus der Ebene oder auf der Ebene des Geistes tätig oder aktiv sind. И на уровне духа мы находимся в состоянии, когда называется мир во мне. Und auf der Ebene oder von der Ebene des Geistes ist es der Zustand, die Welt ist in mir.
То есть мы раскрываем свои энергетические оболочки настолько широко, что окружающая реальность становится внутри нас. Wir öffnen oder erweitern unsere energetischen Körper und fühlen so weit, dass wir die Realität so wahrnehmen, dass das Ganze als ja, dass das Ganze in unserem Inneren passiert. И благодаря этому у нас появляется возможность более качественно на нее влиять. Und dank dessen bekommen wir auch die Möglichkeit, qualitativ besser auf diese Realität einzuwirken. То есть материализовать события. Also Ereignisse zu materialisieren. То есть увеличивать свое здоровье. Unsere Gesundheit zu verstärken. Реформировать гармоничные отношения. Eine harmonische Beziehung zu formen. Больше зарабатывать и иметь лучший статус в обществе. Mehr Geld zu verdienen, einen besseren Status in der Gesellschaft zu erreichen. Улучшать свои взаимодействия с людьми, авторитет, славу, известность. Unsere eigene Autorität, unseren Bekanntschaftsgrad zu verbessern. Получать новые знания и развиваться. Wissen zu bekommen, uns weiterzuentwickeln. Раскрыть себе сверхвозможности, духовную интуицию. Übersinnliche Fähigkeiten, die innere Intuition zu entwickeln. И самое главное, чувствовать вот это единство со Всевышним, чувствовать поток жизни, к чему вот эти события, ситуации, которые вокруг вас происходят, к чему они ведут и что от вас хочет Всевышний. Und das Wichtigste praktisch die Einheit und die Verbindung zu Gott zu spüren, den eigenen Weg zu spüren, was möchte der Schöpfer von euch überhaupt oder warum müsst ihr diesen Weg gehen, was ist eure Bestimmung? Благодаря чему возникает вот это состояние гармонии, целостности, успешности? Und dank dessen entsteht praktisch diese Harmonie und die Ganzheitlichkeit jetzt auf diesem Rad. Когда мы находимся в расширенном восприятии, и мы интуитивно воспринимаем окружающую реальность как часть себя, а это означает, можем на нее более качественно влиять. Und wenn wir praktisch uns so wahrnehmen und uns in diesem Zustand befinden, spüren wir unsere Realität, spüren wir die Welt ganz anders und haben auch ganz andere Fähigkeiten, Absichten und Möglichkeiten, auf diese eigene Realität, auf unsere Welt einzuwirken. Давайте сейчас мы сделаем практику, проделаем медитацию. Und lasst uns jetzt zusammen praktizieren, die Meditation machen. Независимо от того, есть ли у вас посвящение в живу или нет, она будет вам полезна. Unabhängig davon, ob ihr schon die erste Einweihung in das Jiva bekommen habt oder nicht, wird es auch Sinn machen und euch nutzen, die Meditation. Конечно, если у вас есть посвящение, то вы будете ее более лучше чувствовать, качественнее осознавать. Und wenn ihr schon einen Grad habt in Jiva, werdet ihr die Meditation besser spüren, besser wahrnehmen. Ну, я напоминаю, что когда у нас соберется группа людей, мы будем начинать занятия, то я проведу вам дистанционно онлайн посвящение для тех, у кого нет, и у вас будет настройка, то есть вот это единство с духом, расширение духовного канала, вы будете слышать поток живы, как он излучается через руки, и сможете с помощью него более качественно влиять на реальность. Und es versteht sich, wenn wir dann die Ausbildung beginnen, wenn wir die Gruppe haben, also wenn dann gestartet wird, wird in den ersten Wochen auch diese Jiva-Initiation durchgeführt, praktisch auf Distanz, also auf Entfernung, professionell, dass ihr praktisch qualitativ gut arbeiten könnt und wie die anderen auch über mehr Potenzial verfügt, was die Jiva-Energie angeht. А сейчас будем действовать, ну, так, как получится. Und lasst uns jetzt so arbeiten, so handeln. Сядьте так удобно, чтобы ваша спинка была ровная. Wie es für uns möglich ist, für den heutigen Moment, setzt euch so hin, dass der Rücken gerade ist. Чтобы вы могли ни к чему не касаться, просто сидеть ровно. Also versucht so zu sitzen und nicht zu berühren, dass euch die Gegenstände und eure Sitzmöglichkeit euch nicht ablenkt. Позвольте себе расфокусировать свое внимание на коже. Streut eure Aufmerksamkeit und verteilt sie auf der ganzen Hautoberfläche. Стараемся своим вниманием охватить всю свою кожу в целом. Versucht mit der Aufmerksamkeit gleichzeitig
die ganze Hautoberfläche wahrzunehmen. Каждую выемку, каждую впадинку, каждый горбик. Also jede Falte, jeden Бугл, vielleicht jede Kurve auf der Hautoberfläche. При этом мы как бы стараемся охватить вниманием свою кожу, как бы между лопатками у себя, где-то вот сантиметров 15-20 за лопатками, и мы вот стараемся охватить всю кожу в целом своим вниманием. Die Aufmerksamkeit, als ob der zentrale Punkt, wo die Wahrnehmung ausgeht, ist zwischen den Schulterblättern am Rücken, auf der Hautoberfläche und von dort versuchen wir den ganzen Körper zu umhüllen mit der Wahrnehmung und die ganze Haut wahrzunehmen. При этом позвольте себе максимально расслабиться. Und entspannt euch maximal, lässt es zu, dass die Entspannung kommt. У нас может не получаться охватить вниманием все, и поэтому наше внимание как сканер поднимается то вверх, то вниз, но тем не менее мы стремимся охватить вниманием именно всю кожу в целом, и спереди, и сзади одновременно. Und wenn es nicht klappt, die ganze Haut einzufangen mit Aufmerksamkeit, macht es wie ein Scanner, dass ihr von unten nach oben geht oder von links nach rechts und so die ganze Hautoberfläche wahrnimmt. То есть больше уделяем внимание почкам, вот этому уровню, стопы, все конечности, одновременно воспринимая всю кожу в целом, как шарик надутый. Schenkt mir Aufmerksamkeit dem Nierenbereich auch, den Handflächen, den Fußsohlen, anderen Bereichen und Punkten. Удерживая этот процесс расфокусировки, как бы внутренним усилием, внутренним лучом концентрации, прикоснитесь к костям, костям своего лица. Und aus diesem Zustand heraus, aus dieser Defokussierung der Aufmerksamkeit oder Streuung der Aufmerksamkeit, versucht die, nicht am Gesicht, genau, die Knochen aus dem inneren Bereich des Schädels, also als ob ihr die Knochen des Schädels von innen ertastet, die Vorderseite. Такое, ну, условно можно представить, что все наше тело как бы полое внутри, как тибетская чаша, а наш вот луч внимания – это как пестик, который может внутри ударяться по стенкам. Stellt euch vor, der Körper wäre hohl, um besser damit arbeiten zu können, wie eine tibetische Schale, und die Aufmerksamkeit ist praktisch wie der Stößel, der von innen im Kopf, vom Schädel, von innen die Schädeldecke berührt. Die vordere Oberfläche berührt. Удержим этих два процесса одновременно, и расфокусировку, и концентрацию, притрагиваемся к лицу. Hält gleichzeitig diese beiden Zustände, zum einen dieses Defokussieren, dieses Streuen, zum anderen die Konzentration auf der Schädelinnenseite, von innen nach vorne, genau. И вот прямо сейчас мы расширяем свое внимание, как бы объем свое внимание, такое ощущение, как изнутри наружу мы расширяемся. Представлять не надо, это просто должно быть такое некое ощущение. Also so ein Gefühl, dass wir von innen nach außen größer werden. Also man sollte es nicht vorstellen, sondern es spüren, also auf die Wahrnehmungsebene gehen. Такое ощущение, что мы стали шире на 10-50 сантиметров. То есть расширились, раздулись, как шарик. So ein Gefühl, als würden wir 5-10 Zentimeter breiter werden, uns aufblähen wie ein Luftballon. Это мы переходим в жарью оболочку или эфирное тело. Wir gehen so auf unseren ätherischen Körper. И вот сейчас начинаем расширяться еще шире, 10-15 метров. Wir gehen jetzt noch ein Stück weiter, 10-15 Meter jetzt im Umfang. Очень важно, чтобы это было не представление, а вот именно внутреннее ощущение внутри тела. Es ist wichtig, dass es jetzt auch weniger die Vorstellung ist oder mit der Vorstellungskraft, sondern tatsächlich das Gefühl, dass man das Gefühl im Inneren des Körpers aufbaut für diesen großen Umfang. Мы расширяем свою внутреннюю территорию, свое внутреннее поле таким образом, что вся комната становится внутри нас. Und wir gehen so nach allen Seiten, so dass wir unser Zimmer oder das Haus wahrnehmen, als wäre es in unserem Inneren. Опять же, не представляем, а именно чувствуем. Wiederum nicht nur nicht vorstellen, sondern fühlen. И вот прямо сейчас вы можете подумать о чем-то, что находится внутри вашей комнаты,
Эта комната находится внутри вас. Ну, например, подумайте о телевизоре, о кресле, о шкафе. Denkt jetzt an einen Gegenstand in eurem Zimmer und dieser Gegenstand ist in eurem Inneren, zum Beispiel Fernseher, Sessel oder der Schrank. И вот когда вы думаете о каком-то предмете, вы можете почувствовать внутри себя отклик, ощущение в теле. Und wenn ihr an diesen Gegenstand denkt, spürt eine gewisse Resonanz in eurem Körper, eine gewisse Antwort von diesem Gegenstand. Мы находимся в расширенном состоянии, как бы шире комнаты, поэтому все предметы, они как бы находятся внутри нас. Wir fühlen praktisch diesen Umfang. Wir sind nach außen gegangen und alle Gegenstände in unserem Zimmer fühlen wir so, als wären die in unserem Inneren. Просто подумайте о каком-то предмете, который есть в вашей комнате и почувствуйте ощущение от него внутри, что есть связь. Denkt an irgendeinen Gegenstand, der sich in eurem Zimmer befindet und spürt die Verbindung zu diesem Gegenstand, spürt diesen Gegenstand. Ну, например, вы думаете там о компьютере или телефоне, через который вы смотрите сейчас нас. Zum Beispiel, ihr denkt an den Computer oder an das oder an den Smartphone, mit dem ihr gerade hier uns betrachtet. И почувствуйте, что когда вы думаете об этом предмете, у вас в теле возникает отклик, некое сжатие, першение или некое тонкое ощущение. Und versucht es festzustellen, das wahrzunehmen, wenn ihr an diesen Gegenstand denkt, das ist, als ob ihr etwas in eurem Energiefeld, so etwas Hartes, ein Gegenstand oder einen Widerstand wahrnimmt oder so ein Kribbeln oder ein anderes Gefühl, als würdet ihr das tatsächlich ertasten, diesen Gegenstand. Если недостаточно четко ощущаете это ощущение, ну подумайте о том, что, например, ваш смартфон или компьютер потеряется или поломается, и сразу возникнет ощущение более яркое. Und wenn dieses Gefühl noch nicht stark genug ist, versucht euch vorzustellen, dass dieses Gerät, Computer oder Smartphone kaputt gehen kann oder verloren werden kann oder ihr irgendwie das, euch das abhanden kommt, dann sollte man so das Gefühl verstärken können. Как только представите эту неприятность, сразу в теле возникнет напряжение, и вы более ярко почувствуете это место. Und wenn ihr euch das vorstellt, diesen Verlust, entsteht eine kleine Spannung im Körper dadurch und ihr werdet es besser wahrnehmen können. Теперь мы расширяемся еще шире, 1-2 километра, как квартал. Wir gehen jetzt noch weiter, 1-2 Kilometer, wie das ganze Viertel. Не представляем это, не визуализируем, а именно телесное ощущение расширения, что мы становимся такими большими, как квартал. Also nicht nur vorstellen, sondern ein körperliches Empfinden, körperliches Gefühl, dass wir so groß geworden sind, wie das ganze Viertel. И вот прямо сейчас, когда вы так расширились, попробуйте почувствовать, где находятся люди. Да? То есть, вот, например, если вы в многоквартирном доме, где находятся люди? Если в этом квартале есть несколько домов, почувствуйте, в каких комнатах находятся люди. Spürt auch, wo Menschen sich aufhalten in diesem Viertel. Wenn ihr in einem Mehrfamilienhaus seid, wo sich in jeder einzelnen Wohnung die Menschen aufhalten, wenn ihr in einem Haus lebt, vielleicht im Viertel, wo ihr Menschen erspüren, erfühlen könnt jetzt in diesem Umkreis. Не вспоминая, а вот именно почувствуйте сейчас, какие парковочные места заняты, какие нет. Вот, also, чувствуя себя этим пространством, просто почувствуйте это без вспоминаний. Jetzt auch nicht erinnern und nichts vorstellen, sondern fühlen, welche Parkplätze frei oder besetzt sind in dieser Umgebung. Я вижу, чувствую, что у многих получается, это хорошо. Ich spüre, dass es bei vielen klappt, das ist sehr gut. И мы сейчас начинаем расширяться еще шире, мы уходим в ментальную оболочку, или та оболочка, которая называется клубья оболочка, до уровня планеты. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter in unser mentales Feld oder Klubje, Körper. Если мы можем подумать об этом, значит, мы можем с этим соединиться. Das ist die Ebene des Planeten. Wenn wir fähig sind, daran zu denken, es vorzustellen, sind wir auch fähig, uns damit zu verbinden, mit diesem Energiefeld. Und wir beginnen uns
weiterhin auszubreiten, zu vergrößern, bis wir so groß werden wie der Planet. И теперь начинаем расширяться еще шире, как газ в космосе. Бесконечно вверх, вниз, влево, вправо, все стороны. Weiter nach allen Seiten, wie ein Gasball sich ins Unendliche ausbreiten würde durch das ganze Universum. И вот продолжая расширяться вперед, влево, вправо, во все стороны, внутрь, мы уже можем чувствовать планету Земля внутри себя как некий шар, как предмет. Und wenn wir hier weiterhin so nach links, nach rechts, nach unten, nach oben gehen, spüren wir den Planeten Erde, dass er oder wie er sich in unserem Inneren befindet. Находясь в таком расширенном медитативном состоянии. Und wenn wir uns in so einem ausgeweiteten meditativen Zustand befinden. Поскольку прямо сейчас планета находится внутри вас, weil der Planet sich gerade tief in eurem Inneren befindet, точно так же, как комната раньше находилась внутри вас с вашими предметами. So wie früher das Zimmer sich in eurem Inneren sich befunden hat mit den Gegenständen. Если у вас нету пары, просто постарайтесь почувствовать, а где находится ваша пара и просто ощущение в теле, там мужчина или женщина. Wenn ihr noch keinen Partner habt, versucht auf Ebene des Körpers zu spüren, wo sich euer potenzieller Partner befindet. Если вы хотите увеличить, ну, там какие-то продажи, бизнес, постарайтесь просто почувствовать, а где вот открывается дорога, ощущение в теле. Wenn ihr euren Verkauf, euer Geschäft oder Business erweitern möchtet, versucht zu spüren, wo die Tür ist, wo der Weg ist dazu zu diesem Erfolg. Находясь вот в этом расширенном состоянии, когда планета находится внутри вас, позвольте еще раз себе осознать, что мир внутри вас. Und wenn ihr euch weiterhin in diesem erweiterten meditativen Zustand befindet, spürt, wie die ganze Welt sich in eurem Inneren befindet. И таким образом вы связаны с любым событием или ситуацией. So seid mit jeder Situation, mit jedem Ereignis verbunden. Почувствуйте через внутренние ощущения, что вы на самом деле можете влиять на них. Spürt durch diesen inneren Zustand, durch das innere Gefühl, dass ihr praktisch auf viele Prozesse einwirken könnt. Потому что малое равно великому. Weil das Kleine ist gleich dem Großen. И наоборот, великое может быть сведено к малому, к ощущению в теле. Genau so, das Riesengroße kann zu einem kleinen Gefühl im Körper reduziert werden, um es wahrzunehmen. Ощутите планету внутри себя и прямо сейчас позвольте себе осознать, что у вас всегда есть выбор жить осознанно и творить свою жизнь или жить хаотично и попадать в трудности. Spürt den Planeten in euch und führt euch vor Augen, dass es an euch liegt und ihr dafür Verantwortung trägt, erfolgreich zu sein, erfolgreich zu leben oder irgendwie im Chaos weiterhin zu verweilen. И давайте опять мы почувствуем свое тело как планета. Und lasst uns wieder unseren Körper so groß wie ein Planet wahrnehmen. Опять как бы начинаем, как бы сдувается этот шарик где-то до уровня 1-2 километра, как квартал. Weiter kleiner werden, diese Kugel oder der Ball des Empfindens ist so groß wie ein Viertel. Промоем себя как бело-золотым светом снутри и снаружи. Wir spülen uns aus mit dem golden-weißen Licht von außen und von innen. Можно просто себе представить, что мы стоим как под бело-золотым душем. Stellt euch vor, ihr steht wie unter einer golden-weißen Dusche. Но этот душ промывает нас как внутри и как снаружи. Und diese Dusche durchspült uns von innen und umspült uns auch von außen. На всякий случай мы очищаемся от любой дисгармонии. Wir reinigen uns von einer jeglichen oder möglichen Disharmonie. Чувствуем себя здесь и сейчас. Fühlen uns im Hier und Jetzt. Делаем глубокий вдох. Atmen tief ein. Напрягаем мышцы. Spannen die Muskeln an. И открываем глазки. Und öffnen die Augen. Ну вот мы, это такая начальная практика, которая позволяет нам прийти к вот этому состоянию «мир во мне».
Das ist praktisch so eine grundlegende Praxis, um diesen Zustand zu lernen, zu erkennen, die Welt ist in mir, von dem gesprochen wurde. Соответственно, в ней есть свои тонкости, которые позволяют более качественно ней владеть. Deshalb, es gibt speziell hier auch, es ist ganz normal, gewisse Feinheiten, um die Praktik besser verwenden zu können. И когда мы будем заниматься в закрытой группе, то мы вот детально все это рассмотрим. Und wenn wir dann ab April in der geschlossenen Gruppe praktizieren, werden wir das Ganze auch tiefer betrachten, die Nuancen uns ansehen. Ну, как бы это, в принципе, все то, что я хотел на сегодня как бы сказать и с чем вас ознакомить. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, которые хотелось бы задать. Das ist im Grunde alles, was ich heute euch erzählen wollte, mit euch machen wollte für heute. Womöglich habt ihr gewisse Fragen, die wir noch klären könnten? Но, да, от меня еще вопрос. Ihr könnt auch in Chat eine Frage schreiben und mitteilen. Ну, то есть мы опубликуем им или сейчас озвучим, что в следующий раз у нас последнее открытое занятие, а уже потом через, ну, да. Сегодня, через две недели уже будет закрытое занятие для участников, кто записались и оплатили первый взнос на обучение. Да. Друзья мои, это у нас, ну, как бы, открытое занятие, еще будет одно открытое, а дальше будет закрытое занятие. Wir haben noch nächsten Mittwoch eine offene Veranstaltung, ein offenes Treffen praktisch für alle zugänglich. И дальше мы будем заниматься в той закрытой группе с теми людьми, которые сделали свой взнос, и, соответственно, мы сможем с ними разговаривать. Und von dort ab, also praktisch in zwei Wochen, heute in zwei Wochen starten wir mit der geschlossenen Gruppe, starten wir mit der Ausbildung, mit den Teilnehmern, die sich angemeldet haben und den Beitrag bezahlt haben. Also den Beitrag praktisch für die Ausbildung. Опять же, тогда я вас, ну, уже на следующем открытом занятии я вас ознакомлю с планом наших занятий, который предполагается план занятий. Deshalb, genau, wird uns Wladimir auch mit dem Plan bekannt machen, also mit dem Ausbildungsplan, mit dem Ausbildungsablauf. И мы еще обговорим все организационные тонкости. Und wir werden noch einmal alle organisatorischen Fragen besprechen. Кроме видео, которое будет оставаться у вас, по нему заниматься, будет еще и перевод методички, чтобы вы могли в записанном виде. Да, половину перевода я получил. Я думаю, в скором уже полностью будет перевод методички готов. Wir werden zusätzlich zu den Videos noch, beziehungsweise детальнее, мы werden zusätzlich noch ein übersetztes Skript, ein Handout bekommen mit der Einleitung, Einführung und mit den wichtigsten Praktiken für die erste Jiva-Stufe. Also die Hälfte der Übersetzung habe ich bereits erhalten und ich denke, bis nächste, übernächste Woche wird das Skript auch vollständig übersetzt sein. Если у нас сейчас есть какие-то вопросы, спрашивайте. Владимир, а ты наизусть не знаешь, сколько страниц методичка вот по первой ступени, которую... Нет, я не знаю. Ну, ладно. Окей, okay, habt ihr vielleicht Fragen jetzt noch im Anschluss oder besondere Interessen? Ah, genau, Renate. Ja, ich habe eine Frage. Also mich interessiert ja immer Inkarnation und Reinkarnation, ja? Ich weiß ja, dass das auch praktiziert. Werden wir das auch lernen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel gerade jetzt im Moment irgendwelche persönliche Probleme habe, können wir das dann in der Gruppe auch mal ansprechen oder sagen, ja, zum Beispiel ich jetzt zum Beispiel so mit Reinkarnation, ich denke, ich weiß, was meine Lebensaufgabe ist, weil man ja immer wieder im Leben in bestimmte Situationen hingeführt wird, um das zu lernen, dann vielleicht auch mal mutig zu sein, um das zu leben, wofür man eigentlich da ist. Wird man das mit dieser Shiva auch rausbekommen, zum Beispiel, was man da entweder auflösen muss durch die Inkarnationen oder was man jetzt wirklich für Lebensaufgabe hat in diesem Leben?
Окей, а работа с инкарнациями, с реинкарнацией, она значит, что ты этим тоже занимаешься, ну что это входит в твою тематику. А насколько мы будем работать вот на обучении с этими темами, если, допустим, у человека, ну, например, у нее есть какие-то еще нерешенные вопросы, задачи по теме реинкарнация, вот жизненный путь, жизненное предназначение, насколько мы в группе такие вещи будем прорабатывать, и как глубоко, и насколько личные Таким вопросы. образом, реинкарнация и работа с прошлыми жизнями – это соответствует второй ступени. Поэтому мы, когда пройдем первую ступень с группой, да, то есть как бы три модуля, мы тогда уже как бы перейдем второй ступени, и там оно будет. Но если есть у нее прямо сейчас какие-то необходимые, важные, нужные моменты, то можно провести консультацию, ну, вот скажем, вот прямо в Zoom и поработать с какими-то насущными проблемами, которые надо решать прямо сейчас. Но это индивидуально уже Это консультация. уже будет индивидуально, да. Also, das ist jetzt so, dass das Thema Reinkarnation und die Arbeit damit das Thema der zweiten Stufe ist. Also, wir haben jetzt in der ersten Stufe das A, B und C-Modul. Und wenn wir dann soweit sind und uns an das zweite Modul heranwagen, praktisch und das zweite Modul durchnehmen, wird das Thema Inkarnation und Reinkarnation dann speziell für alle sein, dass das praktisch jeder durchnimmt und wir das in der Gruppe alles lernen. Wenn jetzt spezielle brennende Fragen sind oder irgendwelche Probleme sogar sind und man jetzt nicht so lange fragen kann und möchte, kann man ein individuelles Coaching durchführen oder eine individuelle Konsultation hier auch via Zoom durchführen, um diese persönliche Frage vielleicht aufzulösen oder praktisch irgendwelchen Hintergründen danach zu gehen, was die früheren Leben betrifft. Okay. Also ja, ich würde немножко добавлю. Also übrigens eine individuelle Konsultation, Beratung oder eine individuelle Arbeit ist auch jederzeit möglich beim Vladimir. То есть я им сказал, что индивидуальная консультация или работа в любом случае для всех возможна, если у кого-то есть потребность. Конечно, я думаю, что не только как бы со мной, вы можете потом и друг другу помогать, работая в группе, когда вы будете владеть практиками, вы можете поддерживать друг друга. Also das ist jetzt nicht nur mit dem Wladimir individuell, sondern ihr arbeitet ja dann in der Gruppe, ihr seid ja auch im Chat. Ihr könnt euch an Gruppenmitglieder wenden, an mehrere oder an einen, vielleicht in der Gruppe etwas durcharbeiten, ein Thema oder ein Aspekt oder eine Frage oder irgendwelche Praktiken und Techniken zusammen wiederholen, durchführen, euch gegenseitig etwas erklären lassen und euch helfen lassen. Also dazu ist diese Online-Ausbildung auch da. Обычно, когда собирается группа, она становится как такая некая духовная семья, где все друг другу помогают и благодаря этому быстро растут и развиваются. Also, so eine Gruppe entwickelt sich dann praktisch zu sowas wie einer spirituellen Familie und in der Gruppe entwickelt man dann sich viel schneller und effektiver, als irgendwo alleine den Weg zu gehen. Dankeschön. Okay, gut. Ja. Also, ich denke mal, man kommt ja nicht umsonst in eine bestimmte Gruppe rein. Es hat ja alles seinen Sinn. Ja. Ну, Ich это же denke. не случайно, что какая-то группа собирается, и определенные люди, именно те, которые собрались. Так и Да. должно быть. Есть. Да. Окей. Хорошо. Я понял, что больше вопросов тогда нет, поэтому желаю вам хорошего вечера. Окей, wenn es bis jetzt auch keine Fragen gibt, wünschen wir euch einen schönen Abend. Прекрасной недели, и как бы у нас будет еще одно открытое занятие на следующую среду, а дальше мы уже приступаем к обучению. Und eine schöne Woche euch. Nächsten Mittwoch nochmal eine offene Veranstaltung. Und danach beginnen wir mit der Arbeit und mit der Ausbildung in 2 Wochen. Желаю вам всем счастья, до встречи. Ich wünsche euch allen Glück. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.